Hallo? Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Diesmal das Hallo sozusagen bildlich, wortwörtlich umgesetzt. Und willkommen zu einer neuen Folge Alles Wissenswerte über Kinderfüße. Nun werden wir sehr oft gefragt, was denn wohl der Unterschied zwischen Lauflernschuhen und normalen Schuhen ist. Das ist eine Frage, die bewegt wahrscheinlich jede Mutter oder jede Eltern, die dann sozusagen mit der Zeit, mit der Lebenszeit des Kindes dann mal in diese Phase kommen, wo sozusagen festgestellt wird, die Füße sind ja nicht nur Spielzeug, da hat sich noch jemand was anderes dabei gedacht. Also es sind ja Bewegungsorgane. Und je nach Alter und Struktur und ich sag mal Charaktereigenschaft eines Kindes, lernt ein Kind sozusagen eher oder später das Laufen. Und da gibt es dann natürlich immer diese berühmte Frage, was ziehe ich dann meinem Kind an? Warum heißen Lauflernschuhe Lauflernschuhe? Gibt es die überhaupt? Wie sehen die aus? Und was muss eigentlich so ein Schuh mitbringen? Das Wichtigste wäre erstmal zu klären oder festzustellen, den typischen Lauflernschuh gibt es nicht. Das ist sozusagen ein Wort, was sich in den Köpfen vieler Eltern festgesetzt hat, weil es auch sehr häufig gebraucht wird. Aber es gibt keine Definition direkt für einen Lauflernschuh. Ich sage auch immer, in dem Moment, wo ein Kind mit Schuhen läuft und das vielleicht das erste Mal, dann ist es dieser Moment, wo man sagen kann, jawohl, das wäre jetzt für das Kind der Lauflernschuh. Aber im Allgemeinen lässt sich das halt nicht sozusagen festlegen. Ein Lauflernschuh kann zum Beispiel je nach Altersgruppe oder Bewegungsgrad des Kindes auch mal eine Lederpusche sein, die so wie hier zum Beispiel der schöne Buntgard auch mal mit einer super flexiblen und weichen Kautschuksohle ausgestattet ist, die zudem auch noch ein bisschen mehr Grip, ein bisschen mehr Schutz bietet, weil nichts anderes machen ja im Grunde genommen Schuhe heute, dass sie sozusagen den Fuß vor Verletzung, vor Schmutz, vor Auskühlung und so weiter schützen. So, und da sieht man auch schon mal, wie breit gefächert das eigentlich sein kann, dieses Thema. Bei uns fließt zum Beispiel in die Betrachtung mit ein, wie lange läuft das Kind schon? Wie läuft es? Läuft es alleine? Läuft es mit der Mama an der Hand? Und ich sage auch immer, es gibt ja so verschiedene Thesen, die man im Internet da nachlesen kann, dass zum Beispiel ein Kind 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen alleine laufen sollte, bevor es den ersten Schuh bekommt. Auch dafür gibt es leider keine, wie soll ich sagen, statistischen Erhebungen. Es gibt keine Kinderärzte, die da sagen, jawohl, das müsst ihr jetzt so machen. Nein, ich sage immer, lasst doch das Kind, guckt euer Kind an, wenn es sich bewegen will, wenn es raus will aus dem Wagen. Und das kann auch schon mit 8, 9, 10 Monaten sein. Wir haben hier kleine Wieselkinder, die mit 9 Monaten schon tippeln wie so eine Alte mit 2 Jahren. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Aber ich kann ein Kind doch nicht wissentlich zurückhalten, so nach dem Motto, nein, du musst jetzt noch sitzen bleiben, weil die Oma hat gesagt, erst mit 6 Wochen, wenn du 6 Wochen alleine läufst, dann kriegst du die ersten Schuhe. Nein, es ist leider nicht so. Also auch da wieder, bitte das Kind beobachten, dem Kind einfach auch die Möglichkeit geben, sich zu bewegen, wenn es sich denn von alleine bewegen will. Und dazu helfen natürlich und unterstützen dann die passenden Schuhe. Je nachdem, wie mein Kind läuft, welches Gangbild es hat, wie weit es schon von der Bewegung alleine ist, ist es noch recht unbeholfen. Und so werden dann sozusagen die Lauflernschuhe ausgesucht. Ja? Im Allgemeinen sind es ja Erstlings- oder Krabbelschuhe. Das ist auch ein ganz normaler Schuh jetzt mal hier, ich nehme es mal jetzt von Tellio. Das ist zum Beispiel ein normaler Kinderschuh von Tellio. Der hat jetzt keine besonderen Prämisse. Er fügt sich wie alle anderen Schuhe, alle hochwertigen Kinderschuhe, in diese Reihe ein, wo ich immer sage, die haben eine flexible Sohle, die haben eine Lederausstattung, die haben ein super weiches Innenleder, die sind schnell einstellbar.
Die haben eine Stoßkappe für vorne, für den Zehenschutz, eine super weiche Sohle, mit denen kann ein Kind auch wirklich laufen und auch laufen lernen. Und das ist ja auch immer wichtig, dass es sozusagen diese Bewegung des Fußes mitmacht. Ja? Und demzufolge sage ich auch, wenn der Fuß hier reinpasst, tut es dieser Schuh, tut es der von Frodo, tut es der Barfußschuh von Curl. Also je nachdem, wie auch die Füße befasst sind, sollte man die Schuhe aussuchen. Nicht nur vordergründig von der Optik her, ja, die fließt dann auch irgendwo mit ein, aber die Optik sollte nicht alleine entscheiden, was das Kind für Schuhe trägt, sondern immer noch mit bedenken. Wie alt ist mein Kind? Wie lange läuft es? Welchen Bewegungsdrang hat es? Und bitte vergesst zu guter Letzt die Fußform nicht. Fußbreite, Fußlänge, Fußhöhe. Das alles sollte mit einspielen in die Auswahl des sogenannten ersten Schuhs. Und dann macht's einfach richtig. Geht ins Geschäft, lasst euch beraten und bitte nicht irgendwas nur bestellen, wovon man mal gehört hat. Der ist besonders gut. Ihr wisst nicht, ob es wirklich an das Fuß oder an dem Fuß eures Kindes so optimal sitzt, wie vielleicht an 20, 30, 40, 50 Kindern. Also, jedes Fachgeschäft hilft euch auf jeden Fall mit Tipps und Informationen weiter. Und dann lasst euch beraten, kommt rein, guckt euch, lasst euch begeistern von den tollen Farben und Modellen, die es da gibt. Und ihr werdet sehen, das geht manchmal schneller, als wenn ich mich vors Internet setze, Schuhe raussuchen muss, warten, bis die wieder da sind, sondern hier ist das Ganze in einer halben Stunde meistens erledigt, sofern das Kind natürlich mitmacht, aber ist alles kein Problem. 30, 20 Minuten ist eine solche Schuhauswahl überhaupt kein Thema durchzuarbeiten. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten spannenden Thema. Und dann heißt es wieder: Hallo, ein neues Video geht on air. Einen lieben Gruß an unsere lieben Abonnenten und dann gerne bis zum nächsten Mal ein freundliches Hallo.